So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Minecraft Part 13 ist das jetzt schon. Ja, wir haben geredet über Außerirdische, über Raketen, über das Sojus-Programm irgendwie gerade. Jetzt sind wir irgendwie abgedriftet, das ist ja immer so. Aber, ach so, den Timer muss schon mal neu starten. So, machen wir 10 Minuten wieder. Okay. Ja. Was soll ich noch dazu sagen? Also wie gesagt, wenn, ich würde das genauso machen, wenn eine Nation, die so eine extrem sichere und in Anführungszeichen eine preisgünstige Variante hat, in den Weltraum zu reisen, ne, dann würde ich das ja machen. Mittlerweile ist der Kalte Krieg ja vorbei und die Amerikaner und die Russen verstehen sich ja, naja, irgendwie verstehen sie sich ja mittlerweile. Mittlerweile gibt es ja wieder ein bisschen Zank da, aber in so einem Thema. Ist ja generell so. Das finde ich, eigentlich finde ich das cool. Man sollte sich nie streiten, ne? Sondern froh sein, dass das kein Krieg oder so ist. Natürlich würde ich zum Beispiel auch sagen, die Amerikaner, natürlich sind das extreme. Ich. Naja, wie sage ich es? Ist ja die Weltpolizei in meinen Augen. Und ich finde es auch richtig gut, dass die das machen sollen. Die sollen sich von mir aus richtig hochrüsten, ne? Und die Russen sollten sich im Gegenteil abrüsten und sich für anderes Zeug konzentrieren, weil ich würde sagen, eine Nation, okay, die sagt, okay, wir nehmen das auf uns, wir riskieren die Leben unserer Soldaten, ne, um die Welt zu schützen, da habe ich kein Problem damit. Das sollen sie ruhig machen, ne, und dafür die andere Nation für was anderes machen. Also sprich, die Russen sollten dann, was weiß ich, die haben viel Holz. Der ganzen Erde Holz liefern, was weiß ich. Nein, sowas. Also ich finde das richtig gut, dass die USA das übernehmen, weil ich glaube nicht, dass Deutschland allein schon das Geld hätte und auch sitzt ja unsere Demokratie, unsere Gesetze sind ja irgendwie ein bisschen komisch. Und ich glaube nicht, dass da auch jetzt unsere jetzige Verteidigungsministerin, die Frau von der Leyen, der Meinung ist, also sie will ja die Bundeswehr mehr familienfreundlich machen. Ich glaube, dass sie ist nicht der Meinung, oder sie würde nicht ungefähr oder sagen, dass wenn Deutschland jetzt die Weltpolizei übernehmen würde, ich glaube, das würde sie nicht mehr annähernd zulassen, weil das, ich glaube, noch nicht mal unsere Gesetze zulassen. Das sind wieder solche Gesetze, wo ich mir frage, so, warum? Zum Beispiel, wisst ihr, wie ihr einen Staat gründen könnt, einen eigenen, okay, ihr kauft euch irgendwo Land. Und ein Panzer, so. Dann fahrt ihr ein bisschen mit eurem Panzer rum, bis die Polizei kommt. So, die Polizei kann dann leider nicht durch, also für euch oder gegen euch vorgehen, da die Bundeswehr, genau, da die Polizei keine panzerbrechenden Waffen hat. So, das ist schon mal das Erste. Aha, bis es off, online, okay. So, dann müsst ihr. Also dann kommt die Bundeswehr danach. So, die Bundeswehr kann gegen euch vorgehen, da die Bundeswehr panzerbrechende Waffen hat, darf aber nicht vorgehen, da sie im Land operieren muss. Also müsste sie erst, Akku ist leer, Moment, müsste sie erst euch anerkennen, als Staat anerkennen, dass sie gegen euch vorgehen können. So, sprich, ihr habt einen Staat gegründet, die Bundesrepublik wird annehmen. Blub. Aber dann wird die Bundesrepublik wieder sagen, okay, wir können gegen euch leider nicht vorgehen, da die Bundeswehr keine Angriffskriege führen darf. Sprich, das ist das perfekte Rezept für eine Staatsgründung. So. Natürlich ist das irgendwie Schwachsinn. Wer macht das heutzutage? Wir können froh sein, dass wir hier so ordentlich leben, ne? Aber naja. Oh, ich hab Hunger. Oh, ich muss gleich mal was essen gehen. Magenknurren. So. Noch irgendwie ein Thema. Alter, was ist hier für Kohle, bitte? Keine Diamanten, aber Kohle ohne Ende. Na gut. Was für Thema könnte man da noch nehmen? Ah, ich habe jetzt eins. Rauchen oder Alkohol im Kindesalter. Ich habe ja auch viele in meiner Klasse, die haben schon mit teilweise 14 Jahren oder so geraucht. Ich möchte mir anmerken, ich bin kein Unschuldskind. Ich habe das auch mal gemacht. Ich bin da auch nicht unschuldig.
Aber man muss wissen, wo die Grenze ist, ja. Also da gibt es ja selbst so Leute in meiner Klasse, wo ich sage, hallo, mit 16 Jahren sind die so abhängig vom Rauchen, die schaffen es ja nicht mal mehr vernünftig so Unterrichtsstunden, 4 Unterrichtsstunden oder 6 am Stück durchzuhalten. Da müssen die mal zwischendurch mal heimlich in der Schule einen rauchen gehen, weil sie es nicht durchhalten, so hier drüben Lava. Können Diamanten sein, guck ich mal. Und das ist, finde ich, das echt erschreckend, sowas. Generell, wie viele auch, von denen ich es weiß, in meiner Klasse, die, naja, nicht nur Zigaretten rauchen, sondern auch andere gefährliche Stoffe. Also, ich rede jetzt von Drogen, sowas nehmen. Da kenne ich so viele Leute. Und da frage ich mich so, die machen sich jetzt in den jungen Jahren schon so ihr Leben kaputt. Da frage ich mich, warum sagen denn die Eltern dann nicht, wenn die das wissen? Also. Naja, gut. Oder genauso welche in meiner Klasse. Jedes Wochenende stockbesoffen. Jedes Wochenende. Da frage ich mich, warum sagen da die Eltern nichts? Ich meine, ja, sie sind 16, okay. Das darf man. Ich gehe auch gerne mal feiern und trinke was. Aber ich weiß, okay, wenn ich angetrunken bin, ich habe meinen Pegel erreicht, okay, mein Partypegel, höre ich auf. Weil ich weiß, ich will ja von einer Feier, will ich mich am nächsten Tag noch an was erinnern. Die wissen so, wie bin ich heimgekommen? Was will ich? Natürlich muss man ja auch mal machen. Also natürlich muss man ja mal austesten, wo seine Grenzen sind. Okay, man sollte das vielleicht einmal machen. Sich stockbesaufen, damit man weiß, okay, so viel vertrage ich. Da ist gut, da höre ich auf. Aber nie, dass sie jedes Mal machen, okay, ich weiß, okay. Und dann immer mehr ausreizen. Ja, ein Kumpel von mir hat das jetzt auch gemacht. Wenn das sieht, herzliche Grüße an dich. D.S. Ja, das war. Ich war nie dabei, aber die Erzählung war lustig. Und irgendwie schweift mir gerade ein anderes Thema in den Kopf rein. Ich habe letztes Mal Commander Krieger geguckt und da haben die wie so ein Video gemacht: Kindheitsträume. In meiner Kindheit, das Deutsch spricht man, das finde ich ein ganz gutes Thema. So, in meiner Kindheit hatte ich eigentlich so gut wie immer, oder ich sag mal, Berufswunsch, hatte ich in meiner Kindheit eigentlich nie so wirklich einen richtigen. Ich hatte irgendwie mal Grundschule mal so ADAC oder sowas, aber sonst, ohne Witz, so richtige Berufe. Ich hätte auch nie gedacht, bis vor 2 Jahren, dass ich jetzt mal nach der 10. Klasse Abitur mache. Sondern ich hätte gedacht, okay, ich gehe meine Lehre. Ich hätte noch nicht mal gedacht, dass ich irgendwo zum Beispiel zum großen Unternehmen wie bei der Enso oder so eine Lehrstelle bekomme. Hätte ich nie gedacht. Daran denkt man da gar nie. Also, oder so weit denkt man generell nie als kleines Kind. Ansonsten, was hatte ich sonst so für Kindheitsträume? Wollte eigentlich immer Spielzeug haben, Playmobil, Lego. Ich habe mich halt als nächstes immer gefreut, wenn ich bei meiner Oma war. Und da war mein Cousin und meine Cousine, mein Bruder und ich, waren wir alle vier halt zusammen vereint und haben dann halt Playmobil gespielt bei meiner Oma. Und da waren wir dann halt echt traurig, wo dann die Woche Oma vorbei war. Früh aufstehen, ganzen Tag spielen, abends hinlegen, ins Bett wieder. Und da war man dann halt schon manchmal echt traurig, wenn man dann wusste, okay, ich habe nur noch einen Tag oder so. Und ja, türkise Steinchen, Mama! Da war man dann schon echt froh oder echt traurig, wenn dann so eine Woche verwöhnt losging. Man ist dann meistens mit, ich sag mal so, was willst du mich verarschen? Ein Diamant, ne? Ernst? Dann ist man dann manchmal so mit 50 Kilo oder so zu Oma und dann wieder heim mit 60, weil es bei Oma immer gut ernährt wurde oder so. Das ist so nach dem Motto. Man wusste, ein verschissener Diamant hängt hier rum. Das ist ja Betrug, Alter.
Na gut, da war die Spitzhacke auch voll. Wir haben jetzt. Na, da gehen wir nochmal hoch. Tun oben unsere Stuff. Wir sind fast Level 30. Ich muss mal so ein Enchantment-Teil machen und da brauchen wir erstmal Kühe. Ach du Scheiße, da haben wir noch so viel vor. Da würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt erstmal die nächsten Folgen extrem drum, dass wir so ein Enchant, also ein Verzauberungstisch hinbekommen. Dass wir so ein Glücksspitzhacke verzaubern können, dass wir Diamanten kriegen. Das müssen wir jetzt mal machen. Ne? Und ja. 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 Ne? So ungefähr. Oha, was war hier los? Egal. Okay, wir sind jetzt bei 10 Minuten. Ungefähr 11 Minuten ungefähr. Also mein Timer sagt 10. Eigentlich müssten wir 11 oder so haben. Können wir noch ein bisschen machen, bis wir oben sind und oben noch ein bisschen Stuff machen. Ist ja egal. Ah, ich wollte auch GTA spielen beim Cousin. Das muss ich schon mal machen. Und essen. Und ach, die Zeit, die Zeit. Aber wir gehen erstmal hoch. Ich habe übrigens, mein Cousin, wenn du das jetzt hörst, ich habe gestern Abend die Kampagne durchgespielt. Ja. Jetzt werde ich mich mehr GTA Online widmen. Würde dich freuen. Ja, so, ne? Freitag heute. Schön Wochenende. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ah, ich glaube, wenn die Folge hochkommt, dann ist Wochenende schon fast vorbei. Dann müsste ich eher sagen, oh nein, oh nein. So, na gut. Grab mal das hier noch weg, die Ecke. Wir könnten, also wir haben noch so viel zu tun, was wir machen. Dann muss ich schon mal eine Liste aufschreiben. Und zwar, ich würde sagen, hier den Weg müssen wir unbedingt mal begradigen. Jetzt haben wir ein Dorfbewohner in unserem Hühnerbecken. Okay, ich werde jetzt erstmal, ich habe noch zwei Seeds. Meine Hühner. Geschlechtsverkehr vollziehen lassen. Mal wieder, wo bin ich denn eigentlich? So, unseren Hühnern geht's gut. Die verwöhnen sich gerade gegenseitig. Tun wir noch das Eisen fixen oben mal. 50 Eisen. Checkpot, Motherfucker. Oh, meine. Und zwei Kisten schon was wieder voll. Wollen wir einfach mal gucken, was so alles reinpasst hier in die Kiste. Passt hier noch was rein? Ja, hier passt der ganze Stuff rein und dann. Ja, brauche ich. Steche nochmal fix eine zweite Kiste auf. Und schon zwei Kisten gefüllt und dann würde ich sagen, hier mal hier hoch. Und ja, an der Kirche mit diesem geilen Blick, Alter, das ist so geil, dass die Stelle, die Welt, muss ich mal gucken, ob ich die zum Download oder so stellen kann, egal. Mit diesem wunderschönen Blick wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ihr könnt mir gerne ein Abo da lassen oder ein Like für das Video. So, und dann bleibt mir noch zu sagen, gönnt euch ein. Ach nee, das habe ich ja schon gesagt. Okay. Ist egal. Leute, genießt das Wetter, auch wenn es nicht so schön ist. Haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.